Nachricht! Nachricht! Auf geht's, Born! Die Madeln auch! Tschu-tschu! Da muss immer kommen, der Nachrichtenzug. Sydney! Es wird Zeit für Zweisamkeit. Schnapp dir dein Kappe und entführe sie an den Strand. Hashtag wir wollen mehr sehen. Hashtag mehr, Hashtag Küsse, Hashtag mehr Liebe. Noch mehr Liebe, geht das überhaupt? Viel Spaß, bring ein paar Muscheln mit, ja? Aber erstmal was Ordentliches anziehen. Wir sind bei RTL 2. Was sollen denn sonst die Leute denken? Ich bin wieder voller Energie, gestärkt und alles andere ist mir so egal. Hast du alles? Mit deiner Hand? Ich hab alles. Cool. Ein Ausflug mit einem tollen Sportboot. War leider nicht im Budget, aber Drachen steigen lassen macht ja auch Spaß. Bitte denkt nur dran, dass ihr nachher dem kleinen Jungen den Drachen zurückgebt, den wir ihn vorher weggenommen haben. Mann, hat der geheult. Beinahe so schlimm wie Yassin immer. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Ihr zählt ja nur die Liebe. Ich musste halt ein bisschen so um dich kämpfen, glaube ich, zum Unterbewusstsein. Ich habe mir auch manchmal gedacht. Habe ich dir so das Gefühl gegeben? Ja, ich habe mir auch manchmal so auf Toilette gedacht. Warum gibt ihr mir kein zweites Gespräch? Eigentlich will ich sie haben. Dann kam ich auf dich zu. Und dann, nachdem ich aus der Toilette rausgegangen bin, kamst du auf mich zu. Ich freue mich jeden Tag immer ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Ich bin relativ speziell, glaube ich, zusammen. Aber genau das mag ich. Ja, wer möchte schon den Standard haben? Ich fühle mich einfach wohl. Gerade wenn wir alleine sind, kommen diese ganzen Bauchkribbel, Schmetterlinge, wovon man immer spricht, kommen dann halt noch mal ein bisschen mehr hoch. Man soll sich ja nicht selber loben, ne? Aber da hier außer mir sonst gerade keiner ist, muss ich es halt eben selber sagen. Die zwei haben wir gut verkuppelt, ne? Gibt es irgendwas, was du an einer Partnerin gar nicht leiden könntest? Wie zum Beispiel jedes Wochenende Party machen oder sonst irgendwas? Gibt es irgendwas, was du nicht akzeptieren würdest? Eigentlich nicht. Grundlos negative Laune zu haben, finde ich zum Kotzen. Also das Schlimmste wäre wirklich für mich, wenn du sagen würdest, okay, es war alles nett und schön, aber jetzt sind hier noch irgendwie 20 andere Mädels, die in der Schlange stehen. Du wirst immer auf mich bauen können, auch außerhalb. Das weiß ich. Du hast mir auch in keinem Moment ein anderes Gefühl gegeben. Keinem. Das ist so schwierig, jemanden zu finden, der einen wirklich versteht und dieselbe Meinung teilt. Und das fühlt sich einfach richtig gut an. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Gern geschehen. Verpasst keine Highlights, abonniert den YouTube-Channel und ganz wichtig, drückt die Glocke.